Na, Fräulein, dann wollen wir loszittern. Ja. Na, Herr Fröhlich, wohin geht's denn nun zuerst? Na, erstmal die Linden runter. Das ist das historische Eckfenster. Von da aus grüßte Kaiser Wilhelm I. jeden Mittag die aufziehende Wache. Daneben hier die alte Bibliothek. Wir Berliner nennen sie Kommode. Sieht ja auch so aus. Sie wurde unter Friedrich dem Großen gebaut. Und wissen Sie, was das hier heißt? Spiritus ist auch Nahrung. Gefallen Ihnen die Figuren? Ganz nett, nicht? Von hinten sind sie zwar platt wie eine Postkarte, von hier unten sieht man das ja nicht. Ist das nicht die Hedwigskirche? Ja, da hat der Olle Fritz beim Bau kurzen Prozess gemacht. So wird's gemacht und damit basta, hat er gesagt. Na, und dann haben sie sie auch so gebaut. Scharnhorst! Ja. Der merkt's auch schon. Was denn? Wenn die Wache aufzieht. Wieso? Na, der sagt doch gerade. Ruhig. Da kommt schon wieder die schöne Musik. Wissen Sie, was Bilo hier sagt? Na? Donnerwetter, sind meine Hosen nass. Soll ich damit vielleicht heimlich ins Wasser hier fallen sein? Also wissen Sie, der Berliner hat wirklich ein loses Mundwerk. Nö. Eine Kodderschnauze hat er. Aber das ist bloß äußerlich. Ihr euren Mann kennen Sie jetzt loben.